Herzlich willkommen. Zurück. Haben wir jetzt. System für Tiefseelebensformen online. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Perfekt, mein Junge. Du hast ihn am Haken. Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Der Schlüssel ist fertig. Los, nimm ihn dir. Du hast den Schlüssel zu Lambs Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten, hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Leben Sie wohl, mein Freund, und meinen aufrichtigen Dank. Du musst mich nicht töten, Delta. Bitte, ich gehe auch hier raus. Ich werde draußen leben. Ach, das haben wir noch schnell.
bisschen. Ich Das ist die Oxyfil-Station, Chef. Aber lass dich von der Fassade nicht täuschen. Das ist der Eingang. Benutz jetzt den Schlüssel. Elinors Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben null Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie unser neues Medium ist. Dies läuft allerdings nicht auf eine reine Persönlichkeitsspaltung hinaus. Ratchas Genie wird in ihrer neuen DNA kodiert sein und es wird sich willkürlich in den gewünschten Erscheinungsformen zeigen. Ein Utopist kann nicht auf einen einzigen Wurf des genetischen Würfelspiels beschränkt werden. Wenn es nötig ist, wird sie Komponistin sein, Tänzerin, Ingenieurin. Sie wird wahrhaft die Tochter des Volkes sein. Persephone, wir sind endlich da. Finde Elinor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Schnell! Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat?
wenn ich dich jetzt so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. Was denn jetzt? Ich denke mal, wenn ich das. Begonnen, das muss ich jetzt sehen. Persephone, die geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, dann riecht man schon, was kommen wird. Und wo sich ein Geschäft auftut. Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lam. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns.
Quarantäneverriegelung wird deaktiviert. Bitte warten. Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Quarantänekammer wartet auf dich. Geh rein! Worauf wartest du, Junge? Dein Signal reicht ab, Junge! Ich sehe und höre nichts. Irgendwas in dem Raum blockt mich ab. Sieh sie dir an, Delta. 10 Jahre und immer noch träumt sie von dir. Noch 50 Sekunden. Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat? Sie wollte einen Vater. Sie hat einen Weg gefunden, dich wiederherzustellen. Körperlich und geistig. Und sie hat dich ständig beobachtet. Und sie vergötterte dich für jede deiner Taten.
kleines Mädchen da auf diesem Bett ist nun nicht mehr meine Tochter. Auch nicht mein Lebenswerk. Sie ist ein Monster, geformt alleine durch dich. Wie sie es immer wollte. Noch 20 Sekunden. Aber ein Detail der Bindung zwischen euch ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Dein Körper ist darauf ausgelegt, ins Koma zu fallen, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. Eleanor, vergib mir. Sein Körper stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit. Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Vater, ich bin es, Eleanor. Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen, zu entkommen. Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. Du hast nur die Kontrolle über Little Sister. Du kannst die Schächte benutzen, um Adam von. Ich weiß, das fühlt sich seltsam an, Vater, aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll. So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Ich sage hier: Tschö.